Ich habe gerade ein richtig spannendes Video gefunden, wo ich einfach mit euch mal drüber sprechen wollte, denn das Video heißt "Bei uns wurde eingebrochen" und das ist erstmal ein heftiges Statement. Und das Video ist von TCG Assassins. Für alle, die den Dude nicht kennen, das ist auch ein Dude mit dem Hut. Der ist ein sehr großer Yu-Gi-Oh! Kartenhändler und auch YouTuber. Ich werde den Channel mal unten verlinken, falls ihr das Originalvideo angucken möchtet. Da wurde eingebrochen, offensichtlich. Dadurch, dass er sehr viele Karten hat, würde ich mir gerne mal angucken, was da so passiert ist. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, weil von so einer Geschichte, dass bei so einem Yu-Gi-Oh!-Händler eingebrochen wurde, habe ich bis jetzt noch nie gehört. Deswegen bin ich mal gespannt. Licht an, let's go. Hallo YouTube AdSense hier. Hallo Lang ist AdSense. her. Ja, lange ist Ich her. werde euch mit diesem Video erzählen, warum ich mich die letzten 3 Monate nicht gemeldet habe, nicht Okay, aktiv war, scheint also 3 Monate weil her zu einfach sein, viel zu genau. viele andere Sachen anstanden. Wir befinden uns gerade bei uns in Werk 2 im Lager. Überleg mal, wie viel Kram und wie viel Value der da haben muss, weil der macht ja die ganzen Vorverkäufe für die ganzen Produkte und alles. Und wenn der schon so ein zweites Lager hat, wie viel Stuff da einfach rumliegt. Jetzt guck mal, wie viele Produkte da rumtanzen. Das ist schon krass. Bearbeitet von dem neuen Legendary Duelist. Ich habe mir einen Zettel vorbereitet, denn es ist was passiert in meiner Unternehmung, die ich jetzt seit 11 Jahren habe. Das hatte ich so noch nicht. Das war vielleicht eines der einschneidendsten Ereignisse überhaupt. Ich mache es Glaube ich. kurz. Manche von euch wissen es schon, vor allem die Leute, die ich in Dortmund zur DM getroffen habe. Wir hatten am 10.05.2023, also jetzt, wo das Video online kommt, genau 3 Monate zuvor, ein Crazy. Quartal ist vorbei, einen Einbruch zu melden. Ja, Ich schon habe krass. am 10.05. 8:13 Uhr einen Anruf bekommen aus der Passage, wo unser Büro sitzt, wo der Local Store ist, dass die Türen offen sind. Boah, stellt euch mal vor, ne? Ihr habt wirklich so ein Lagerhaus, ein Büro und alles, ne? Du sitzt zu Hause und dann kriegst du einfach einen Anruf und denkst so, ey, deine Türen sind offen. Dann denkst du erstmal so, ey, vielleicht haben wir es vergessen, aber da sollte eigentlich noch keiner da sein. Fährst du hin und wahrscheinlich war schon Polizei da, ne? Weil. Ohne irgendwas zu Hause zu machen, hingefahren, wie so ein Klar. Bekloppter mit dem Rad, Logischerweise, ja. und habe dann gesehen, ja verdammt, die Tür ist ja wirklich offen und eigentlich sollte jetzt auch noch keiner arbeiten kommen, weil die ersten immer so um Ah. 9, halb 10 anfangen. Okay. Ja, Polizei war auch schon da Okay, er war schon da. und dann ging der ganze Kram los den Tag. Es fällt mir auch immer noch sehr schwer, darüber zu reden, aber Glaube ich ich. dachte mir, es ist vielleicht wichtig, euch mal abzuholen. Mich würde vor allem mal interessieren, erstmal, wer sowas überhaupt macht, wie die jetzt wissen, dass das Lager da ist und wie viel wirklich, also wie viel geklaut wurde, wie viel Value halt. Ne? Das würde mich einfach mal interessieren, weil je weniger, desto besser. Für ihn logischerweise, aber. Ja, das ist schon krass, wenn da wirklich Sachen rausgeholt werden. Ne? Und warum denn hier gerade nichts passiert ist und wie die letzten 3 Monate so für mich, für uns als Unternehmen waren. Ich Wieder würde einfach mal aufholen. starten mit dem Tag des Geschehens, wie gesagt, dem 10.05.23. Klär uns auf. Dass es dann hieß, erstmal nicht ins Büro betreten, dann dachte ich, okay, was ist jetzt Priorität 1? Erstmal alle anrufen, die Bescheid wissen müssen. Natürlich Mitarbeiter, die den Tag arbeiten kommen, so ausgemacht, erstmal kommt nicht. Außer ihr wollt mich unterstützen bei psychisch, seelisch einfach da sein. Ja. Das haben dann auch welche gemacht, das war sehr lieb. Nice, ja. Dann Versicherung natürlich anhauen, Verwaltung anhauen, Reparaturdienst, weil die Tür musste ja wieder, wenn die Polizei raus ist, Repariert. repariert werden, damit wir zu Ist ja Tagesende so ein verschließen Kostfaktor, können. ne? Ja, Das ist war auch schon. ein Akt. Kostet auch Postabholung, dass es Schweinegeld. nicht stattfinden wird. Natürlich auch Familie, aber auch Steuerberatung. Ich hatte am 9.10. gerade meine Unterlagen fertig für den April und wollte eigentlich nur noch wie immer gewohnt eine Nacht drüber schlafen, bevor ich das dann melde. Dann war der Einsatz von 9 bis 12 von der Polizei. Drei Ich musste Stunden eine waren die da. DNA-Probe abgeben, auch das erste Mal gemacht. Spurensicherung Spannend. und dann waren sogar Spürhunde aus Magdeburg angefahren worden, die nochmal alles angucken sollten und riechen und schnuppern sollten. Dann 12 Uhr, Okay. erste Begehung. Auch irgendwie weird, ne, dass die halt erstmal, also mit den Hunden vor allen Dingen. Ich meine, was wollen die finden? Da wurde halt eingebrochen. Ne? Aber könnte sein, dass sie irgendwas zurückgelassen haben. Dass er eine DNA-Probe abgeben musste, ist klar. Denn wenn ihr halt irgendeinen Fall habt, wo was geklaut wurde, müsst ihr nicht gucken, dass ihr die DNA-Spuren von ihm rausnehmen könnt aus den ganzen Sachen, die da vielleicht gefunden werden. Dass sie halt nicht alles mit ihm verknüpfen, logischerweise. Wenn die halt mehrere DNA-Proben finden, die von einer Person sein können. Aufgeregt, was ist passiert? Was Ja, ist was ist weg? eventuell Was ist weg von? verwüstet, kaputt, geklaut? Und wir hatten Glück im Unglück. Okay. 4 Laptops waren weg, aber es waren noch welche da. Das Also heißt, Laptops. wir konnten sagen, jo, ab 13 Uhr, wenn ihr noch arbeiten kommen wollt und das auch mitmachen könnt und wollt,
Wir machen Tagesgeschäft und die Locals können okay. 17 Uhr auch starten. Und das hat beides super funktioniert. Ja, immerhin, also jetzt nicht so ein krasser Einschnitt für die Leute. Der Tag irgendwie gerettet. So für die Mitarbeiter als auch für die Spieler halt, ne? Beides cool. Blödeste an der ganzen Sache, mein Admin-PC wurde auch geklaut. Das heißt, die alles Unterlagen, ist, ne? die ich nicht abgespeichert habe, weil ich das meistens erst abspeichere, wenn ich den Monat gemeldet habe für eine externe Festplatte. Weg! Mhm. Das heißt, den ganzen Monat durfte ich nochmal reparieren. Nochmal wieder zurückarbeiten, ja. Teilweise musste ich mich bei so vielen Leuten melden, wegen ich brauche nochmal deine Rechnung, ich muss da nochmal den Beleg anfordern und okay. ein Krampf. Die Woche nach dem Einbruch war einfach nur katastrophal viel zu tun. Freudig. Wir haben es dann hinbekommen, dass 16 Uhr die Tür wieder verschließbar ist. Und 22 nice. Uhr war dann Feierabend, wo ich mir einen Plan gemacht habe, was muss ich die nächsten Tage alles erledigen. Mhm. Zum Beispiel erweiternde Sicherheitsmaßnahmen installieren. Damit das nicht nochmal passiert, Schüler ja. überall dran hängen, dass hier das Kamera überwacht wird, einen Tresor besorgen, anschreiben für die Stehgutliste für die Polizei, weil sie ja genau... Du hast keinen Tresor gehabt, das will, aber dann hast du wahrscheinlich kein Bargeld da, ne? Ja, ich meine, die Laptops, naja, die packst du auch nicht in den Tresor, ne? Ich meine, das heißt, der Tresor selber hätte ja jetzt nicht wirklich viel geändert, weil die Laptops werden ja trotzdem geklaut werden. Aber es ist schon spannend, dass scheinbar nur die Laptops geklaut wurden und keine von den Karten, obwohl die Karten, die da rumliegen, ja viel, viel mehr wert sind als die Laptops, ne? Wir wissen, in welche Typen an Laptops sind weg, falls sie die irgendwie in Halle und Umgebung aufgreifen könnten, dass sie das zuordnen können zu uns. Macht Sinn, ja. Anschreibung an die Versicherung. Ich wollte ja geklärt bekommen, was können sie mir erstatten, weil es ist ja schon ein Geldschaden entstanden, dadurch, dass die Laptops weggekommen sind alleine. Mhm, aber vor allem die Arbeit. Das Bargeld haben sie dann auch gefunden und mitgenommen. Oh. Aber verwüstet wurde zum Glück nicht viel. Sie haben keine Regale mit Ware umgeworfen. Sie haben nur ein bisschen in unseren Schreibtischen Unterlagen rumgewühlt. Und ich dachte mir, ne, ich brauche jetzt erstmal Abstand zu Social Media. Ich will das nicht gleich breitreten. Ich will mir Zeit dafür nehmen. Auch macht mit Sinn, einem ja. ordentlichen Skript, dass ich weiß, was ich euch erzählen kann. Also man darüber sprechen kann, auch ein bisschen Abstand gewinnen, das habe ich auch ganz gut. Ne? Ja, dann ging es halt dran, alles irgendwie zu reparieren und zu gucken, was könnte noch fehlen, was fällt einem vielleicht auch nicht in der ersten Woche auf, sondern erst im nächsten. Das ist halt so, wenn man quasi halt auch weiß, okay, was könnte halt fehlen, was ich halt gehabt habe, weil du machst ja nicht immer eine Metaprüfung von dem, was du halt immer da hast, ne? Weil manche Sachen fallen jetzt dann auf, wenn du sie brauchst, dass es weg ist. Die Frage ist natürlich, wie viel wertvolles Zeug hast du rumliegen, neben dem Bargeld, was ich jetzt da habe und halt den Laptops. Weil das ist ja eher das kleinere Übel, auch wenn es natürlich böse klingt, mit seiner Arbeit, die er reinstecken musste. Aber ich glaube, wenn halt viel mehr von der Ware weg gewesen wäre, hättest du mehr Probleme gehabt, als die ganzen Admin-Sachen wieder nachzuverfolgen. Dem 11.05. haben wir dann wieder regulär gearbeitet, teilweise mit erstmal Laptops aus Privateigentum, damit wir arbeiten konnten, ja, alle Mann, weil noch nicht geklärt wurde, welche Laptops ich von der Versicherung erstattet bekomme oder welche ich nachkaufen kann, damit die Versicherungssumme trägt, ne? Das klingt sinnvoll, ja. Aber zumindest, und das ist ja gut, er ist ja zumindest abgesichert gewesen. Ich meine, wie viel man da zurückbekommen hat, ist jetzt erstmal auch nicht ganz so wichtig, aber er ist zumindest, er hat eine Versicherung gehabt, er war abgesichert, das heißt, der finanzielle Schaden war jetzt nicht ganz so. Ich glaube, das größte Problem dabei eher so der Schock ist, ne? Der Schock halt, oh mein Gott, ich fühle mich in dem nicht mehr sicher, wo ich halt gearbeitet habe, weil ich dachte, da ist halt safe und da wurde halt eingebrochen, das hat es jemand geschafft, da rein. Deshalb auch diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, dass halt sowas halt nicht nochmal passiert. Aber das ist schon wild. Die ersten Tage so, dann haben wir den Social-Media-Auftrag von der WCQ Hennwelt in Magdeburg trotzdem wahrgenommen. Featured-Matches machen, ein bisschen Bericht, Social-Media, Instagram, Facebook, YouTube. Also das volle Programm wollten wir so ein bisschen gestalten. Dann nach Runde 1 wollte ich das Spiel 1 schneiden. Und dann fällt mir ein, ach verdammt, auf deinem Admin-PC waren ja... Intro, Outro und Schnittprogramm hast du nicht mehr. Und okay. Eine externe Festplatte, wo Intro, Outro vielleicht ist, oder man schneidet es aus existierenden Videos von YouTube raus. Dazu war dann auch keine Zeit, aber wir haben es trotzdem geschafft, dass die Featured Matches dann an dem Wochenende noch online gingen. Ja, immerhin. Mega cool, dass wir das irgendwie gelöst haben. 2 Wochen nach dem Einbruch hat dann die Versicherung gesagt, jupp, die Laptops könnt ihr kaufen, die erstatten wir euch komplett. Und dann war das Thema erstmal so gegessen, weil ich dachte, das, ja. gut, schon mal gut. Hast du alles erledigt, was du machen musst und du läufst wieder auf 100%, hast aber mindestens 2 Wochen erstmal Stillstand gehabt, wo du keine extra Angebote angenommen hast, wo du nicht extra was gearbeitet hast, weil du nicht... Was beschäftigt mit dem ganzen Kram, ja. Da melden, da was klarstellen. Mittlerweile hat die Polizei geschrieben, der Auftrag oder die Nachforschung dafür, für den Überfall, den eingestellt. Einbruch wird eingestellt, weil keine weiteren Erkenntnisse gekommen sind.
Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja, Das waren hätte mich anscheinend auch gewundert, ja. Profis, die hier waren, weil sie halt auch nicht viele Schäden hinterlassen haben und gezielt nur auf Technik gingen und auf Bargeld. Hätte viel Schnell schlimmer rein, kommen schnell können, ne? raus, ja. Ja, Also, viel, viel schlimmer. ja, wollen wir gar nicht drüber reden. Ich hoffe, das passiert auch nicht nochmal. Dann Hoffe ich waren auch für dich, mein wir Freund, ja. zu Besuch bei der Jugi-DM in Dortmund und ich wurde von so vielen angesprochen. Jens, ich habe schon gehört. Und Jens, erzähl mal, was ist genau passiert? Also ich muss Und fairerweise sag mal. sagen, ich habe ja mit Jens auch kurz gequatscht auf der DM, falls es hieß, war nice. Ich habe das gar nicht mitbekommen, was ja an sich erstmal positiv ist, dass solche Nachrichten jetzt nicht komplett überall durchgehen. Also ich habe das wirklich gar nicht mitbekommen. Ich finde es krass, dass das überhaupt passiert ist, aber ich habe es wirklich gar nicht wahrgenommen, gar keinem Spektrum. Ist auch nicht ganz so relevant jetzt für mich persönlich. Ich finde es halt trotzdem krass, weil es, glaube ich, das der erste Fall von einem Yu-Gi-Oh!-Händler ist, wo ich es mitbekommen habe, ne? Dass halt sowas passiert ist. Aber zum Glück war es halt wirklich nur die Technik, die weg war, ne? 3 Tage mit so vielen Leuten geredet, die alle wissen wollten, wie es mir geht und wie es meinen Leuten geht und ob wir überhaupt arbeitsfähig sind. Und ich konnte zum Glück sagen, Richtig, ja, wir ja. haben das Gröbste überstanden und es ist alles cool. Schnell wieder weg, ja. Und dann kam jetzt Ende Juli endlich Entspannung rein. Es lief wieder, wir konnten wieder Sammlung ankaufen, wir konnten wieder ein bisschen auf Social Media machen, haben ein Einjähriges gefeiert für den TCG Athens Local Store. Ein Jahr sind wir Nice, schon hier crazy. und bedienen euch mit Events, mit An- und Verkauf, haben Produkte ausgestellt, können euch beraten. Dieser Schritt ist immer noch der schönste in der Laufbahn meiner Unternehmung, dass ich ihn Süß. gegangen bin, wo ich mich immer wieder freue, euch hier zu sehen, weil es anderes Arbeiten ist als dieses, ich sag mal, Nur stupide am Karten, Laptop ja. Online-Business, ne? Die, die es auch machen, werden es vielleicht nachvollziehen. Nee, Ja. mal wieder Kundenkontakt haben, nach den 2 Covid-Jahren auch mal wieder mit Leuten quatschen, Immer wieder lachen, schön, ja. Glaube ich. zusammen Spaß haben, zocken. Einfach Jugend Das ist spielen. richtig gut, das ist richtig Einfach schön. Jugend spielen. Und dann gibt es jetzt die letzte Erneuerung, die ich in dem Video noch nennen möchte. Wir sind seit August, also jetzt seit 1,5, 2 Wochen, offizieller Bandai-Store. Digimon haben wir seit April ja schon im Und dann Angebot. One One Piece, Piece ne? seit Mai, Juni, glaube ich, die ersten Produkte bekommen mit OP3 und den Krass. Starter-Decks. Also quasi Der auch 6 und 7 war reingeht das, jetzt in glaube die ich. neuen Oder? Produkte. Und dann Kann seit man diesem machen. Monat bieten wir dann halt auch Locals an und andere Samstags-Events. Da muss ich mir noch ein bisschen reinfuchsen in die ganzen Namen. Aber da kann man wieder neue Leute kennenlernen, neue Anderes Kunden Klientel akquirieren, halt, was ja ne? fürs Geschäft immer gut ist. Und vor allem letztes Wochenende hatten wir unser erstes One Piece Event. Da hat es mir Erik beigebracht und ich war direkt verliebt und dachte so, geil, Mann, das Spiel macht richtig Spaß. Habe ich jetzt auch mit so vielen anderen Ich habe Kollegen hier, mich, die muss One fairer Piece sagen, auch spielen. mit One Piece, mit dem Kartenspiel noch gar nicht beschäftigt, weil für mich ist Kartenspiel Yugi und alles andere ist halt so, ich liebe One Piece, also wirklich, One Piece. Fan seit Tag 1, ich lese das jede Woche seit 2007, ja 2007, also kurz bevor Brook in die Crew gekommen ist, lese ich das jede Woche. Aber ich würde das Kartenspiel, glaube ich, trotzdem nicht spielen, weil für mich ist das Kartenspiel ist Yugi. Und alles, was nicht Yugi ist, ist für mich auch nicht so kartenspielrelevant. Also das würde ich auch, glaube ich, gar nicht spielen. Einfach, weil sich das einfach komisch anfühlt. Ich würde kein Pokémon spielen, weil dann kann ich mir über das Game nehmen. Ich würde One Piece nicht spielen. Ich würde lieber One Piece irgendein Spiel zocken, was jetzt auf Konsole ist, auch wenn die nicht ganz so geil sind. Oder mir einfach One Piece angucken und One Piece lesen. Ne? Das ist halt die Passion, die ich bei One Piece habe. Oder einfach mir die Figuren angucken von One Piece. Ich habe irgend so einen kleinen Ruffy, falls ihr den sehen könnt von da. Ne? Also ich liebe One Piece. Schon drin haben in ihrem Laden, wo ich halt gesagt habe, ja, ihr habt recht, das ist mega cool. Ich bin wieder Nice. guter Dinge, dass es hier schön weitergeht. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal so etwas. Ich möchte mich zuletzt bei allen bedanken für die Unterstützung, für die ganzen Angebote, die Das gekommen glaube ich, sind. Da das waren hilft. lokale Spieler, die haben gemeint, hier, ich habe noch einen Laptop, den benutze ich nicht mehr. Wollt ihr den verwerten, damit ihr weiterarbeiten könnt, bis ihr das mit der Versicherung geklärt habt? Nice. Natürlich auch an Familie, die mich unterstützt haben, an Freunde, Mitarbeiter, die das alles so mitgezogen haben. Ja. Für Und die die schon auch ein lokalen Schock. Spieler, die halt immer wieder nachfragen, hier, wie schaut's aus? Alles Können wir euch Gutes, noch ne? was Gutes tun? Und die dann Nice. halt auch immer wieder zahlreich erschienen sind. Es war herrlich. Also, gestärkt gehen wir aus der Krise raus. Und ich denke mal, das ist der Startschuss für alles Weitere, was demnächst ansteht. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht oder einfach schön. Ihr fandet es hoffentlich schön, Naja, dass ich mich mal wieder. Spaß nicht, aber ich finde es schön, dass da wirklich nicht so viel Schlimmes passiert ist, dass man viel geklärt hat über die Versicherung, dass da wirklich viel sich gelöst hat und dass er jetzt wieder komplett vom Thema weg ist und jetzt darüber auch reden kann. Scheint sich auch gut erholt zu haben, macht einen guten Eindruck und dass jetzt wirklich riesigen Schaden entstanden ist. Gemeldet habe und vor allem euch mal mitgenommen habe, was die letzten 3 Monate hier los war. Glaube ich, ja. War Ich cool. schneide das Video nicht, weil Software habe ich immer noch nicht. Aber
Da bin ich auch dran, da habe ich mir ein, zwei Sachen angeguckt, die Shortcut fand ich aber nicht so ist umsonst. toll. Da Ich Vinci glaube, Resolve, ich auch werde wieder free. das benutzen, was ich hatte. Das kostet aber erstmal wieder Geld. Gucken wir mal, wird aber die Tage passieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, dass euch sowas bitte nicht passiert. Daumen drücken, dass es Im uns nicht besten Fall nochmal nicht. Im passiert. besten Fall auch nicht, ne? Nie geschnitten, kein Schnittprogramm. Ja, wild auf jeden Fall. Einbrüche sind immer beschissen. Ich hoffe, dass mir sowas nie passiert. Lasst es für die guten Arzt jetzt mal ein Like da. Geht mal auf seinen Channel, lasst mal ein paar Abos bei ihm da, damit er einfach auch ein bisschen wieder bergauf gehen kann, weil das war schon krass, was überhaupt passiert ist. Das war's von mir. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.